Komodo-Warane sind die schwersten Echsen der Welt, die heute vor allem in Indonesien vorkommen. Aber dort stammen diese furchterregenden Kreaturen wahrscheinlich nicht wirklich her. Wissenschaftler haben ihre Fossilien im Osten Australiens gefunden. Und interessant ist, dass diese etwa 4 Millionen Jahre alt sind. Sie dominieren in der Nahrungskette und können wirklich große Tiere erlegen, wie Hirsche, Wasserbüffel und Wildschweine. Komodo-Warane fressen im Grunde fast alles, was ihnen in die Quere kommt. Da sie nicht gerade wählerisch mit ihrem Essen sind, glaubten die Menschen lange Zeit, dass ihre Bisse wegen der vielen Bakterien in ihrem Maul tödlich sein können. Aber in Wirklichkeit sind sie eine der weniger giftigen Echsen auf der Erde. Der Garial sieht aus wie eine Kreatur, die in prähistorischen Zeiten neben Dinosauriern lebte und um ihren Platz in der Nahrungskette kämpfte. Sie leben schon seit mehreren Millionen Jahren. Schau dir sein langes, schmales Maul und seine scharfen Zähne an. Auf den ersten Blick sieht es vielleicht seltsam aus, aber es ist perfekt, um seine Lieblingsnahrung zu fangen: Fische. Sie sind auch gute Eltern, ja, sogar die engagiertesten in der Welt der Reptilien. Die Weibchen legen ihre Eier in mehrere dicht beieinander liegende Nester und schützen sie so vor dem Fluss und potenziellen Räubern. Wenn die Jungen Gefahr wittern, eilen sie zum nächsten Garial und klettern oft sogar auf dessen Kopf, um sich vor dem Verfolger zu verstecken. Der Stör sieht nicht grundlos wie ein primitiver Urzeitfisch aus. Er lebt schon seit mindestens 250 Millionen Jahren auf der Erde. Seine Fossilien sind überall auf der Nordhalbkugel zu finden. Meistens leben sie in großen Süßwasserflüssen und Seen, aber einige wandern auch in die Ozeane und kehren nur in Seen und Flüsse zurück, um sich fortzupflanzen. Im Durchschnitt werden sie 50 bis 60 Jahre alt und bis zu 5,5 Meter groß. Viele von ihnen springen aus dem Wasser und erzeugen ein so lautes Klatschen, dass man es über einen halben Kilometer entfernt hören kann. Keiner weiß warum. Es könnte als Kommunikation mit anderen Stören dienen. Der Schlitzrüssler, ein giftiges Säugetier mit klobigem Körper und kurzen Beinchen. Es lebt seit mehr als 70 Millionen Jahren in der Karibik. Sie können klettern, verbringen aber trotzdem die meiste Zeit auf dem Boden. Dort watscheln sie in unregelmäßiger Bahn umher. Aber wenn nötig, können sie kurze Strecken sehr schnell zurücklegen. Sie haben eine besondere Art der Kommunikation: Zirpen, Zwitschern, Klicken und Quietschen. Sie haben spezielle Hautdrüsen, durch die sie ähnlich riechen wie Ziegen. Nachts suchen sie gerne nach wirbellosen Tieren. Mit ihrer langen Schnauze durchsuchen sie den Boden und Laub. Sie ist flexibel, ähnlich wie unser Schultergelenk. So sind sie beweglicher und können selbst enge Spalten erkunden. Außerdem helfen ihnen ihre scharfen Krallen dabei, morsche Baumstämme zu zerlegen. Ach ja, Schnecken, Eidechsen, Frösche, Landkrabben, Vogeleier, sie stehen auch ganz oben auf dem Speiseplan. Das Meerneunauge ist ein alter parasitärer Fisch, der im westlichen und nördlichen Atlantik lebt. Wegen seiner Körperform wird es manchmal fälschlicherweise als Aal bezeichnet. Diese Art hat sich seit über 340 Millionen Jahren fast nicht verändert und hat mindestens 4 große Ausrottungen überstanden. Sie haben einen ziemlich guten Geruchssinn. Deshalb nutzen sie Gerüche, um miteinander zu kommunizieren und sich zu orientieren. Schau dir ihre Zähne an. Sie haben mindestens 12 kreisförmige Zahnreihen. Oben auf dem Kopf haben sie ein einziges Nasenloch. Sie sind wie Meeresvampire, denn sie saugen das Blut anderer Fische. Einige Neunaugenarten sind keine Fleischfresser und das Verrückte ist, dass sie überhaupt nicht fressen. Sie leben allein von der Energie, die sie gespeichert haben, als sie noch jung waren und gefressen haben. Du musst zugeben, dass der Ameisenigel echt süß aussieht. Ein etwas seltsamer und laufender Widerspruch. Sie sehen aus wie eine Mischung aus Ameisenbär, Dachs und Stachelschwein. Sie sind Säugetiere, aber eine primitive Art, die Eier legt. Die einzige lebende Säugetierart, die wir als Kloakentiere bezeichnen, ist das Schnabeltier. Auch die Ameisenigel werden als Kurz- oder Langschnabeligel eingestuft, obwohl sie gar keine Schnäbel haben. Sie haben lediglich fleischige Nasen, die kurz oder lang sein können. Sie sind mit hohlen Stacheln bedeckt, die modifiziertes Haar sind. Das Fell zwischen den Stacheln dient der Isolierung.
Sie sehen seltsam aus, aber es funktioniert offensichtlich, denn sie haben sich seit Millionen von Jahren nicht verändert. Der Alligatorhecht ist ein neugieriges Tier, das eher wie ein Mythos aussieht. Er ist keine Mischung aus Karpfen und Krokodil und ist auch nicht mit Alligatoren verwandt. Aber wenn du dir die scharfen Zähne und den Krokodilskopf ansiehst, ist klar, woher der Name kommt. Sie sind mehr als 150 Millionen Jahre alt und die größte Fischart Nordamerikas, die fast ihre gesamte Zeit im Süßwasser verbringt. Sie können zwar Brackwasser tolerieren und kommen sogar in Salzwasser vor, aber Sümpfe, Buchten, Seen und die Tümpel großer Flüsse sind dennoch ihre bevorzugten Lebensräume. Für Menschen sind sie nicht gefährlich, aber ihre Eier sind giftig. Manche nennen den Schuhschnabel den erschreckendsten Vogel der Welt. Einen Wettbewerb im Anstarren könnten sie auf jeden Fall gewinnen. Sie können stundenlang regungslos dastehen und ihren Schnabel an den Hals halten. Und ihre goldenen Augen verraten, dass sie nichts Gutes im Schilde führen. Sie sind für ihren starken Biss bekannt. Diese Vögel sind eher mit Pelikanen als mit Störchen verwandt, da ihre Stimmorgane ähnlich sind. Hirscheber werden manchmal auch prähistorische Schweine genannt. Auf Malaiisch bedeutet ihr Name Schweinhirsch. Schau dir ihre tonnenförmigen, stämmigen Körper an, die perfekt auf zierlichen Beinen balancieren, die wie die eines Rehs aussehen. Die Männchen haben große Stoßzähne, die durch die Schnauze nach oben wachsen und dann zum Kopf hin abknicken. Sie sehen aus wie die Schweineversion eines Orks. Es gibt über 35.000 Jahre alte Höhlenzeichnungen von ihnen. Im Gegensatz zu normalen Schweinen graben Hirscheber selten in der Erde. Ihnen fehlt ein sogenannter Rostralknochen in der Nase. Der hält die Schnauze stabil und steif. Ohne ihn können diese Tiere den harten Boden nicht durchbohren. Der chinesische Riesensalamander ist eine lustig aussehende Kreatur, die es seit 170 Millionen Jahren auf unserem Planeten gibt. Wir sprechen von der größten Amphibie der Welt. Er kann größer werden als manche Menschen, bis zu 1,83 Meter lang und bis zu 50 Kilo schwer. Ihr Schwanz kann mehr als die Hälfte der Körperlänge ausmachen. Sie sind nur schwer zu entdecken, denn die besondere Farbe hilft dem Tier, sich am Boden der Flüsse, in denen es in der Regel lebt, zu tarnen. Die Brückenechse sieht auf den ersten Blick wie ein normaler Leguan aus, aber er ist ein lebendes Fossil, denn es gibt sie schon seit etwa 250 Millionen Jahren. Sogar ihr Körper zeigt ihre uralte Geschichte. Oben auf dem Kopf befindet sich ein primitives drittes Auge. Es ist schwer zu sehen, vor allem weil einige Brückenechsen Schuppen darüber haben. Wissenschaftler glauben, dass es eine Art altertümlicher Lichtsensor ist. Die Reptilien nutzen es, um ihre täglichen biologischen Funktionen zu steuern. Brückenechsen können Geräusche hören, obwohl sie keine sichtbaren Ohren haben wie moderne Reptilien. Fische nehmen Geräusche auf eine ähnliche Weise auf. Quallen gibt es schon seit über 500 Millionen Jahren auf unserem Planeten. Das heißt, sie sind 250 Millionen Jahre älter als die ersten Dinosaurier. Aber ihre Körper sind weich und bestehen fast nur aus Wasser. Deshalb sind ihre Fossilien sehr selten. Das älteste Exemplar wurde in Utah entdeckt und war 505 Millionen Jahre alt. Eine Quallenart ist quasi unsterblich. Wenn sie einer Art von Stress ausgesetzt ist, die für andere Quallen das Lebensende bedeuten würde, kann sie einfach zurückkehren und zu einem winzigen Klecks Gewebe werden. Dann entwickelt sie sich wieder weiter und beginnt ihr Leben von vorne.